Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch über die 7 Schritte zur Selbstbeherrschung sprechen. Ich habe schon viele Jahre Erfahrung in diesem Bereich und möchte nun meine Erkenntnisse mit euch teilen. Schritt 1. Bewusstsein schaffen. Der erste Schritt zur Selbstbeherrschung ist, sich bewusst zu machen, welche Verhaltensweise man ändern möchte. Erst wenn man sich dessen bewusst ist, kann man anfangen, daran zu arbeiten. Schritt 2. Ziele setzen. Setze klare Ziele für dich selbst. Was möchtest du erreichen und warum? Wenn du ein Ziel hast, hast du auch einen Anreiz, daran zu arbeiten. Schritt 3. Selbstreflexion. Nimm dir Zeit für Selbstreflexion. Überlege dir, was dich daran bringt, unkontrolliert zu handeln. Was sind deine Schwächen und Stärken? Schritt 4. Achtsamkeit. Sei achtsam im Hier und Jetzt. Konzentriere dich auf deine Gedanken und Gefühle. Wenn du achtsam bist, kannst du schneller erkennen, wenn du in alte Muster verfällst. Schritt 5. Strategien entwickeln. Entwickle Strategien, um deine Verhaltensweise zu ändern. Überlege dir, was du tun kannst, um in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben. Schritt 6. Durchhalten. Bleib dran. Es kann schwierig sein, alte Gewohnheiten abzulegen. Aber wenn du dran bleibst und konsequent an deinen Zielen arbeitest, wirst du wirklich Erfolg haben. Schritt 7. Belohnung. Belohn dich selbst für deine Fortschritte. Das gibt dir einen zusätzlichen Anreiz, weiterzumachen. Ja, das waren meine 7 Schritte zur Selbstbeherrschung. Ich hoffe, sie helfen euch genauso wie mir. Wenn ihr weitere Tipps habt und Erfahrungen teilen möchtet, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, liked meinen Kanal und tschüss.